Moin Leute und willkommen hier zu einem weiteren Video und heute geht es um den 230 Volt Anschluss am Bulli. Ich denke, es weiß jeder, dass so ein 230 Volt Anschluss ziemlich praktisch ist und ich möchte dann später auch noch ein Ladegerät integrieren, dass dann meine Zweitbatterie immer geladen wird, wenn ich an 230 Volt angeschlossen bin. Aber jetzt erstmal geht es nur um den Anschluss und zwei kleine Steckdosen, die ich hier im Bulli verbauen will, um mal irgendwas anzuschließen wie einen Heizlüfter oder mein Ladegerät oder sonst was. Und zwar habe ich jetzt schon ohne Kamera hinter den Verkleidungen auf der linken Seite ein Kabel verlegt, so dass man es nicht sieht. Und das geht dann hinten am Rücklicht raus, durch so einen kleinen Plastikstopfen, schön abgedichtet, geht dann unter der Stoßstange entlang und bei der rechten Nebelschlussleuchte, die ja nur eine Attrappe ist, kommt es dann wieder raus. Und dort habe ich auch schon diesen CEE-Stecker angeschlossen. Genau, und das, was jetzt noch fehlt, ist natürlich das andere Ende des Kabels. Denn bisher guckt das Kabel hier einfach nur lose aus der Verkleidung. Wenn ihr jetzt natürlich von Strom und sowas gar keine Ahnung habt, dann lasst das besser bleiben, lasst die Finger davon. 230 Volt sind extrem gefährlich und jeder, der keine Ahnung von hat, dem kann ich nur empfehlen, sich irgendeinen Fachmann dazu zu holen, der weiß, was er da macht und damit da nichts irgendwie passiert. Denn im schlimmsten Fall kann eine falsche Verkabelung natürlich tödlich sein, der Bus kann abbrennen oder sonstiges passiert. Es gibt übrigens bestimmte Normen, denen dieses Kabel entsprechen muss. Die Normen blende ich euch hier einfach mal ein. Die besagt unter anderem, dass es ziemlich flexibel sein muss, dass die einzelnen Leitungen aus mehreren Litzen bestehen müssen und noch einige andere Sachen. Ja, da ist es halt wichtig, dass ihr diesen bestimmten Kabeltyp verwendet, damit das Ganze auch fachgerecht ist. Wichtig sind natürlich auch die Ader-Endhülsen auf allen Kabelenden, damit die einzelnen Litzen nicht rausreißen können, wenn sie verschraubt werden. So, was jetzt als erstes angeschlossen wird, ist hier der FI und der sorgt dafür, dass er den Strom sofort abschaltet, falls er nicht mehr wie geplant von braun nach blau fließt, sondern zum Beispiel von braun nach grün-gelb. Und das heißt quasi, er rettet Menschenleben, sobald zum Beispiel ein Mensch in die Steckdose fast schaltet dieser FI rechtzeitig ab, damit nichts Schlimmes passiert. Wichtig ist dabei, dass dieser FI zwei Eingänge und zwei Ausgänge hat, die er abschaltet und nicht nur wie manche FIs ein Eingang oder drei. Einfach aus dem Grund, da bei Zuleitungen zu Wohnmobilen meist die sogenannten Schuko-Stecker verwendet werden. Die sind nicht verpolungssicher und damit müssen wir uns absichern. Und aus dem Grund gehen wir lieber auf Nummer sicher und wollen dann beide Leitungen im Zweifelsfall abschalten. So, den Schutzleiter hier habe ich natürlich nicht in den FI gelegt, das würde keinen Sinn ergeben. Den habe ich hier auf diesen Potentialverteiler gelegt, um ihn dann anschließend auf die Fahrzeugmasse zu legen, also auf die Karosserie. Und der blaue und der braune hier, die gehen beide in den FI rein und dabei ist es eigentlich egal, ob der blaue jetzt links oder rechts ist und andersrum. Ja, was als nächstes kommt, sind diese beiden Sicherungen, die sind jeweils mit 10 Ampere abgesichert. Und ich nehme wieder zwei Sicherungen aus dem gleichen Grund, warum dieser FI hier zwei Eingänge hat. Einfach weil die Zuleitungen zum Bulli nicht verpolungssicher sind. Und darum gehe ich lieber auf Nummer sicher und möchte beide Leitungen abschalten können. So, ich habe jetzt hier den Ausgang des FIs wieder oben in die Sicherung reingeführt, jeweils blau und braun. Und das heißt, hier unten bei den Sicherungen wird wieder der Ausgang sein und das Kabel wird hier letztendlich wieder rausführen. Allgemein heißt es, man soll die ganzen Zu- und Ableitungen möglichst von unten machen. Ganz einfach auch aus dem Grund, damit nichts reintropfen kann, kein Schmutz reinfallen kann und so weiter und so fort. Und wenn dann doch mal was drin ist, kann es unten wieder raus. An sich funktionieren natürlich FI und Sicherungen in beide Richtungen, von daher ist es für die beiden Elemente egal. Trotzdem, von unten zuleiten ist besser. So, ich habe jetzt das Ausgangskabel hier schon mal wieder angeschlossen. Ganz klar braun auf braun, blau auf blau und grün-gelb hier auf den Potentialverteiler, wo schon der andere grün-gelbe angeschlossen ist. Und damit bin ich an diesem Block jetzt fertig. Das heißt, da kommt jetzt ein Deckel drauf, damit man auch nicht versehentlich irgendwo anfassen kann, außer an diesen Kippschaltern. Thank you.
So, ich werde mir jetzt hier noch einen Verteilerkasten hinbauen, indem ich mit Hilfe von diesen Vago-Klemmen dann die entsprechenden Leitungen verteile. An einerseits Steckdosen, die ich am Küchenblock haben möchte, und andererseits dann noch eine kleine Steckdose, wo später mal ein Batterieladegerät rankommt. Außerdem habe ich somit natürlich die Möglichkeit, später immer noch irgendwas nachzurüsten. So, als nächstes muss ich mich entscheiden, wo ich hier meine Steckdosen hinbaue. Fest steht auf jeden Fall, dass es hier an diese Wand kommt, weil ich dahinter einfach noch ein bisschen Platz habe und die Steckdosen ja auch ein bisschen Volumen verbrauchen. Der erste Plan war, die hier so anzubringen, die Doppelsteckdose, einfach weil es am besten aussieht mit den Schalterreihen da drüber. Sieht nämlich besser aus, als wenn die irgendwie hier so ein bisschen schief wären. Das passt einfach nicht. Ich muss jetzt nur gucken, weil hier hinterher noch so eine Strebe ist, inwieweit das dann passt, weil die Steckdosen ja nach hinten hin auch weggehen. So, ich habe es jetzt mal ein bisschen ausgemessen, das heißt, die Steckdosen würden hier in etwa sitzen, also ja, in etwa so. Das sollte passen, denke ich, und von daher bohre ich jetzt mal die Löcher ins Holz. Als nächstes muss ich natürlich das Kabel hier von der Verteilerbox bis hin zur Steckdose legen. Die Verteilerbox soll hinterher hier so sitzen. Das Kabel für die Steckdose soll unten rauskommen und dann durch die Öffnung in der Rückwand gehen und ja, im Schrank weiterlaufen. Ganz wichtig ist jetzt, dass ich den Schutzleiter aus dem Sicherungskasten hier noch mit der Karosserie verbinde, damit die Karosserie stets auf einem neutralen Potential ist, damit man auch stets sicher sein kann, wenn man die Karosserie berührt, dass man keinen gewischt kriegt, beziehungsweise falls auf einmal irgendwie ein Kabel mit 230 Volt drauf auf die Karosserie kommen sollte, fliegt hier sofort die Sicherung raus. So, hier habe ich schon mal ein Schutzleiterkabel vorbereitet. Das habe ich einfach aus diesem selben Kabel hier rausgezogen. Ja, der 230 Volt Anschluss ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt auch den Verteilerkasten entsprechend festgeschraubt. Und ja, somit kann es jetzt endlich wieder in den nächsten Urlaub gehen. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn das so war, lasst doch gerne eine Bewertung da. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.